NLP Brainpower, der wöchentliche Podcast der Brain Vitamins. Hallöchen! Hallo! Ich kann nicht mehr Hallo sagen. Du kannst nicht mehr Hallo sagen, das ist nicht wirklich schlimm. Okay, gut. Ja. Dann lache ich weiter. Du kannst auch Grüezi sagen. Grüezi? Yes, Grüezi neue Woche. Hallo Podcastland. Ja. Wohnung geputzt? Ja, alles fertig. Mit viel Spaß? Ja. Yes. Cool. Pünktlich? Pünktlich war auch dabei im Thema? Nein, eben noch nicht, deshalb also, frage ich. Fertig also, bin ich geworden. Ich bin schon fertig. Die spannende Frage nach der letzten Folge wäre ja, bist du schneller geworden? Also quasi ist das Putzen schneller geworden? Ja, das würde ich schon sagen. Ja. Also es hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht und ja. Die Zeit ging schneller rum und auch von der Zeit her eher schneller. Okay, gut, weil da liegt eine Logik drin, weil für alle, die sich das letzte Mal gefragt haben, was hat das damit zu tun, dass ich pünktlicher werden kann, wenn ich mehr Spaß habe. Und die Logik ist relativ simpel. Je mehr Spaß ich beim Prozess habe, bei den Dingen, die ich tue, desto entspannter bin ich und je entspannter ich bin, desto schneller geht es voran. Das ist vor allem auch damit zusammenhängen, und das werden wir in den nächsten Folgen immer mal wieder ansprechen, das sind die Metaprogramme, die Motivationsprogramme. Mhm. Und natürlich, wenn wir jetzt in deinem Fall gucken, mit, ich sage jetzt mal, den Metaprogrammen eher inaktiv, eher Detail, ja. eher... Dann macht das eine Menge Sinn, dass du speziell entspannt bist vor einer Tätigkeit, die du machst. Und dabei spielt es keine Rolle, ob es Putzen ist oder Steuererklärung oder was auch immer. Genau. Also von daher sind wir schon mal auf der richtigen Spur. Jetzt, liebe Männer, das mag jetzt ein Glaubenssatz sein, warum dass ich gerade die Männer anspreche, und natürlich auch die Frauen, die ihr nicht gerne putzt oder die ihr gar nicht putzt, die jetzt sich fragen, was hat jetzt das überhaupt mit Erfolg zu tun? Was hat das damit zu tun, dass mein Leben freier und glücklicher werden soll? Putzen, Ole. Gebt mir bitte ein bisschen Zeit. Wir sind auf dem Weg. Also ich mache den Bogen schon. Und für einen Moment ist mal wichtig, dein Gehirn kann Ziele mit Leichtigkeit und Spaß erreichen. Das ist das Fazit. Richtig? Das stimmt. Gut. Das bedeutet, es gibt für dich nichts Neues zu lernen. Aha, weil ich schon kann eigentlich. Du kannst es schon. Mhm. Vorname, Modell von NLP. Jede Ressource ist schon in dir. Mhm. Jedes Programm existiert bereits. Mhm. Das Einzige, was wir in den Seminaren jeweils tun, ist, die Menschen wieder daran zu erinnern, dass sie schon können. Naja, lass mich ehrlich sein, es sind nicht die Menschen als Menschen mit bewusstem Verstand, sondern es geht vielmehr dem Unterbewusstsein, also den Prozessen, die automatisch ablaufen, wieder beizubringen, das richtig zu verknüpfen. Also so, wie ich es wirklich möchte, oder? Ja, das wäre die Hoffnung. Das wäre die Hoffnung. So, jetzt lass uns das pünktlich Beispiel nehmen, weil Timeline machen wir noch. Also wie organisiere ich Zeit in meinem Kopf? Da ist es jetzt noch ein bisschen früh für. Und ist sicher für Pünktlichkeit eine sehr entscheidende Rolle. Ist eigentlich Masterstoff. Und wir werden es sicher mal noch ansprechen. Jetzt gehen wir einen halben Schritt weiter. Wie hast du es geschafft, noch nicht pünktlich fertig zu werden? Ja, die Zeit ist irgendwie knapp geworden. Die böse Zeit. Die rennt irgendwie davon. Die rennt davon. Fließt zwischen meinen Händen durch, so wie eine Sanduhr. Mach mal konkret. Du hast angefangen zu putzen, hast dir vorgenommen irgendein Zeitlimit, bis dann möchtest du fertig sein. Was hast du dir genau vorgestellt? Ja, ich teile es dann so etappenweise auf. Also das Ziel wäre in 1,5 Stunden und dann habe ich zum Beispiel 1/2 Stunde fürs Bad und dann 1/2 Stunde fürs Wohnzimmer und so weiter. Ja. Und
dann merke ich halt dann, wenn es nicht mehr so aufgeht. Also wenn ich die Hälfte vom Bad geputzt habe und die Zeit noch 5 Minuten ist übrig, ja, dann merke ich, es geht nicht auf. Ja, okay. Jetzt, damit wir gesprochen haben. Natürlich, Gesetz der Anziehung und alles Dinge, du kannst das alles manifestieren. Und es ist mir schon wichtig, dass wir jetzt von Dingen sprechen, die realistisch sind. So, wenn jetzt jemand die Idee hätte, ich möchte einen Marathon in einer Viertelstunde rennen, ja, also ich bin jetzt noch nicht so fortgeschritten im Manifestieren, da würde ich einfach mal sagen, toi, toi, toi. Und es geht schon darum, realistische, sag jetzt mal, Dinge zu erreichen. Okay? Also realistisch, das klingt jetzt wieder wuh für einige von meinen Teilnehmern, weil sie sagen, Libero, du sagst doch jemand, ich... Ziele müssen unrealistisch, so groß wie möglich sein. Ja, und für den Moment, um das, dem Gehirn ein bisschen auf die Spur zu kommen, es ist realistisch, das in dieser Zeit zu schaffen, richtig? Ja, also ich habe es schon geschafft sogar. Und früher hätte ich das nicht möglich gemacht. Okay, ja. Sehr gut. Okay, sehr gut. Jetzt, was genau stellst du dir vor, wenn du startest? Was ist das Bild? Also jetzt neu Putzlappen schon in den Schrank hängen und? Ja. Und danach meinst du? Oder wie machst du das mit der Zeit? Also der Putzlappen in den Schrank hängen heißt, ich erkenne, dass ich fertig bin. So machst du die Zieleplanung. Genau. Und wie planst du jetzt die Zeit da noch rein? Wie machst du das in deinem Kopf? Ja, ich sehe die Uhr um die Zeit, wo ich fertig sein möchte. Jetzt hast du es richtig vorne, siehst du? Ja. Wie du es möchtest, okay? Ja. Mhm. Gut, so startest du. Ja. Okay, und dann ist das auch ganz easy, wenn du startest. Wenn ich starte, ja, dann ist noch die volle Zeit. Das, genau, weil du hast gesagt, die Zeit, wenn ich fertig sein möchte. Ja. So, gehen wir ein halbes Stündchen vor. Und dann? Ja, dann kommt es darauf an, wie der Stand ist. So, wenn der Stand nicht so optimal wäre, was passiert? Ja, dann ärgere ich mich. Wie machst du das genau? Ja, ich frage mich, wo ich die Zeit verplempert habe oder wo ich zu lange gebraucht habe. Oder ja. Und was wäre dann die Suggestion, die du dir gibst in dem Moment? Ja, wo ich merke, dass... Ja. Ja, dann sage ich, ich muss jetzt wirklich Gas geben. Ich muss jetzt wirklich Gas jetzt geben. Jetzt habe ich schon dein Lieblingsmodaloperator. Hilfsverb. Ja. Ich muss. Okay. Wie fühlt sich das an, wenn du dir sagst, ich muss etwas? Ja, nicht toll. Nicht toll? Das setzt mich unter Druck und... So, unter Druck typischerweise feuern mehr alte Verhaltensweisen. Ja. Beispielsweise auch Metaprogramme her. Mhm. Ist es dann logisch, dass dich das von deinem Ziel mehr abhält? Ja, eigentlich schon. Eigentlich? Und? Ja. Wie soll ich sagen? Es hilft mir auch nicht, wenn ich es easy nehme. Weil das habe ich auch schon probiert. Dann habe ich eben halt dann 2 oder 3 Stunden. Ja. Weil irgendwie habe ich den Mittelweg noch nicht gefunden. Entweder mache ich mir Druck und dann ein bisschen früher fertig. Das ist super cool. Super cool. Und es fühlt sich einfach auch nicht so an. Aus irgendeinem Grund hast du dir beigebracht, ich behaupte jetzt willkürlich natürlich, automatisch unbewusst, dass ab einer gewissen Stelle du anfängst, deine Suggestion zu wechseln von ich möchte dann und dann fertig sein, hin zu ich muss, es schaffen. Wirklich. Ich muss jetzt aber noch mit dramaturgischer Identität. Ich muss es. Ja, jetzt muss ich aber, weil sonst reicht es einfach nicht. Ja, keine Chance. So. Ich bleibe dabei. Entspannung hilft, im Speziellen bei dir. Das ist nicht bei allen so. Bei einigen ist dieser Druck sogar wertvoll, dass sie ihn haben. Kennen da draußen vielleicht einige. Weil genau mit diesem Druck fangen sie an, endlich richtig effizient zu arbeiten. Ich glaube, dass ich das manchmal auch habe. Also so von früher, wenn man irgendeine Arbeit schreiben muss oder jetzt auf den letzten Ich meine nicht Drücker. Die Aufschieberitis. Das könnte in die falsche Richtung führen. Du meinst, Zeit ist unter... Ich meine einfach quasi, je mehr Zeit oder je weniger Zeit das bleibt, desto mehr kommt Schnelligkeit ins Spiel. Mhm. Lass mich den nochmals mit der Suggestion.
wenn du dir sagst, ich muss es jetzt wirklich schaffen, dann fängt diese Spirale an, richtig? So. Wie viel besser fühlt es sich an in dem Moment, wenn du weiter dabei bleibst, ich möchte es schaffen? Es ist so unrealistisch. Weil ich werde irgendwie schon schneller, wenn ich sage, ich muss. Ja. Also ja und nein. Ich werde, weil wenn ich es nicht sage, ich kenne mich dann, dann vergeht die Zeit. Dann, ich nehme es dann zu easy. Ich nehme es dann zu easy und dann bin ich statt um 5:30, um 5:30 erst fertig. Den kaufe ich nicht. Wenn ich nicht auf die Uhr gucke. Wenn du nicht auf die Uhr guckst? Ja, also wenn, mal angenommen, ich würde sagen, ich putze jetzt die Wohnung, ich möchte in 1,5 Stunden fertig sein. Ja. Und dann gucke ich überhaupt nicht auf die Uhr und mache einfach. Da bin ich dann bei bin dir. Bin ich ziemlich sicher, dass ich schnell. Naja, ich glaube nicht, dass also, ich glaube nicht, dass es die Uhr als Kontrolle ist. Das weiß ich nicht. Kaufe ich nicht. Und also es braucht irgendwie diesen Rahmen, diesen. Ich habe das Gefühl, Druck. Ja, noch, und der nicht. Rahmen entsteht woanders. Okay. Nämlich in deinem Kopf. Schau, lass uns die Bilder abchecken. Mhm. Du startest, der letzte Putzlappen hängst du auf und du siehst die Zeit, die Uhr, wo du, wie du es so schön formuliert hast, wo du fertig sein möchtest. Mhm. Das heißt, du siehst auf der Uhr schon die Zeit, die noch on time ist, richtig? Ja, das fühlt sich toll an. Ja, das ist klasse. Das ist der Startpunkt, da sagst du auch selber, da fühlt es sich anfänglich noch gut an. Ja, also das Bild, letzte Putzlappen und die Zeit ist genau, super. So, jetzt eine halbe Stunde später ist aus irgendeinem Grund ein bisschen Verzögerung. Du kontrollierst auf die Uhr, merkst, nicht im Zeitplan. Mhm. Jetzt, was ist das Bild? Ja, ich sehe schon, dass es nicht mehr aufgeht. Siehst du, das ist genau das, das ist genau die Stelle. Merkst du? Mhm. Das heißt, du wechselst von deinem ursprünglichen Plan, von deinem ursprünglichen Ziel, kennst du vielleicht sonst auch von irgendeinem Lebensbereich, wechselst du von deiner Vorstellung, wie es sein sollte in deinem Kopf, wie es für dich, wie du es formulierst, wie du es möchtest, auf ein anderes Bild, einen anderen Film und zusätzlich suggerierst du dir, ich muss. Was typischerweise nicht hilft, dass das Bild angenehmer wird. Mhm. Und planst während des Prozesses neues Endergebnis, das sich nicht so klasse anfühlt. Und jetzt meine Frage. Bist du ein Erreicher? Erreichst du es? Ja, ganz erfolgreich erreiche ich, dass ich dann mindestens 5 Minuten zu spät bin. Sehr gut, siehst du? Das heißt, dein Gehirn macht exakt, was es muss. Es erreicht Ziele. Immer. Immer. Und was kann ich denn jetzt dagegen tun? Trainiere das Endergebnis, das du wirklich willst, das wirklich deins ist, das zu deinen vielleicht auch großen Zielen passt, zu halten, zu fokussieren. Und du hast es im Insta-Video bei dir ja schon angetönt. Wie du das erreichst, ist ganz viel Entspannung. Kamillentee, sage ich jeweils. Mhm. Viel Kamillentee trinken hilft. Natürlich ist es eine Metapher. Es geht darum, du darfst lernen, dein Gehirn zu kontrollieren. Mhm. Du darfst lernen, meditieren. Du darfst 16 Stunden am Tag deine Gedanken unter deine Kontrolle bringen. Damit du jederzeit in einen entspannten Zustand wechseln kannst und dass du lernst, gerade in der heutigen Zeit, wo Ablenkung ein Riesenthema ist, TikTok hat den letzten Super-GAU jetzt noch veranlasst mit 15-Sekunden-Videos. Mhm. Ja, natürlich, die trainieren das Gehirn auf ständig wechseln nach 15 Sekunden. Was du lernen willst, ist, deine Bilder, dein Endergebnis, 1,5 Stunden, in deinem Fall jetzt vom Putzen, 1,5 Stunden aufrecht zu erhalten und das Bild zu halten. Da steigen die meisten aus da draußen. Es ist eine Trainingssache. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das mit Training geht. Wo ich so ein bisschen hadere ist, was mache ich denn, wenn ich merke, es geht nicht auf? Wie bleibe ich im Endergebnis, wenn es unrealistisch wird? Da sind wir im Thema der nächsten Folge. Ja, ja. Ja. Wie da wäre? Entscheidung. Mhm. Du darfst lernen, eine Entscheidung zu treffen, dass es
wirklich das Endergebnis ist, das du haben willst. Dass es wie keine andere Option yes. so gibt. Genau. Und das machen wir nächste Folge. Passt sehr schön. Und du darfst weiter einfach lernen, deine Gedanken zu beruhigen und unter deine Kontrolle zu bringen. Geheimnis von Leben. Okay. Alles, was wir hier tun und auf unseren Instagram-Profilen und Social-Media-Kanälen teilen, dreht darum, dass du wieder anfängst, deine Gedanken unter deine Kontrolle zu bringen. Ein Fulltime-Job. Das ist wortwörtlich ein Fulltime-Job. Yes! Heieieiei! Punktlandung! Ja. 30 Sekunden zu spät. Ja, das Intro ist auch noch. Ihr Lieben. Ja, schreibt uns auf den sozialen Medien. Wir freuen uns über jeden Beitrag, über deine Erfahrung, deine Meinung. Und dann hören wir uns nächste Woche. Ja. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss. Das war der NLP Brainpower Podcast. Alle Rechte dieser Produktion liegen ausschließlich bei der Brain Vitamins GmbH. Weitere Seminarinformationen finden Sie unter www.brain-vitamins.ch.